Die Stadthalle. Ein 105 Jahre altes Kulturdenkmal in Görlitz. Es wurde einst von dem Architekten Bernhard Sehring in zweijähriger Bauzeit errichtet. Den schlesischen Musikfestspielen als kultureller Höhepunkt in der damaligen Zeit sollte ein entsprechender und würdiger Rahmen gegeben werden. Das Gebäude beinhaltet einen großen Saal mit einem ersten und einem zweiten Rang, in dem insgesamt 1.900 Zuschauer Platz finden. Aber zu den wichtigsten Ausstattungselementen des Saales zählt die von Wilhelm Sauer gebaute Orgel. Ein kleiner Bankettsaal für 200 Gäste und eigener Bühne sowie eine Gaststätte gehörten auch zu diesem Gebäudeensemble. Bis zur Schließung im Dezember 2004 fanden in der Stadthalle die verschiedensten Veranstaltungen statt. Kein Veranstaltungsort in unserer Region stellt einen gleichwertigen Ersatz für das Haus dar. Trotz allem gibt es seit der Schließung, die aus betriebswirtschaftlichen Gründen vollzogen wurde, sehr kontroverse Debatten. Obwohl das Gebäude unter Denkmalschutz steht, ist es ein Zerren zwischen Sanierung oder Abriss, zwischen Erhalten oder Abschreiben. Görlitzer Bürger, die Stadtverwaltung und der Stadtrat streiten seit Jahren darum. Die Finanzierung der Sicherung und die anschließende Sanierung sind das ewige Streitthema. Der Stadthallenverein bringt das Gebäudeensemble immer wieder ins Gespräch. Nach dem Baustopp 2012 kam im letzten Jahr wieder Bewegung in das Thema. Sachsens oberste Denkmalschützerin, Frau Rosemarie Polak, hatte an die Görlitzer appelliert, sich selbstbewusst für ihre Stadthalle einzusetzen. Einen Lichtblick stellt jetzt der von Minister Markus Ulbich überbrachte Fördermittelbescheid für die Görlitzer Stadthalle in Aussicht. Am 4. September 2015 versammelten sich Görlitzer, Vereinsmitglieder sowie einige Journalisten, um bei diesem hoffnungsvollen Ereignis dabei zu sein. Hausmeister, Journalisten, Gäste und einige Vereinsmitglieder warteten auf den Minister und seine Begleiter. Bürgermeister Michael Wieler, CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer, Landtagsabgeordneter Octavian Ursu und die Journalisten. Herr Seliger, der Organist der Peterskirche, empfing die Gäste mit einem Orgelspiel. Die Vertreter der Medien wollten dieses Ereignis in Wort und Bild festhalten. Und wir freuen uns aber, dass Sie heute hier ein Signal setzen, was doch ein Stück Sichtbarkeit wieder gewährleistet. Wir hoffen, dass das Signal, dass wir das hier auch in der Stadthalle im großen Saal überreichen, dass es uns gelingen wird. Wir haben es momentan noch nicht in der Perspektive, aber dass es uns doch gelingen wird, auch diesen großen Saal einmal wieder der Stadtgesellschaft zugänglich zu machen. Herzlichen Dank für diesen tollen Empfang. Auch das wissen Sie, dass das derzeit nicht überall so ist. Umso mehr hat es mich erfreut, dass es hier bei Ihnen so freundlich ist mit dem Orgelspiel. Und ich denke, dieses Objekt hier hat es wirklich verdient. Ich weiß, es gibt auch eine Diskussion bei Ihnen in der Stadt. Pro und Contra, selbst im Vorfeld des Besuches, der ja nicht ganz verborgen geblieben ist, habe ich auch Briefe bekommen, wo manche wieder kritisch sich geäußert haben. Aber ich will Ihnen Mut zusprechen und auch deshalb bin ich hier bei Ihnen, weil ich denke, dieses Objekt, es darf nicht weiter verfallen, sondern andersrum, es muss jetzt grundgesichert werden, aber es muss auch aktiv weitergearbeitet werden. Ich würde jetzt dem Bürgermeister sozusagen für alle sichtbar die Zuwendungsbescheide übergeben.
Herr Dr. Wieler, bei Ihnen. Ich freue mich natürlich sehr über das, was ich jetzt hier in Händen halte. Das Innenministerium ist für uns seit vielen Jahren ein ganz wichtiger und verlässlicher Partner. Und ich darf Ihnen auch ganz persönlich danken, weil ich erinnere mich noch sehr gut an das Treffen, was wir im Büro des Oberbürgermeisters vor etwa anderthalb Jahren hatten, wo wir gesagt haben, wir suchen nach einem Weg, hier an der Stadthalle weiterzumachen. Wir müssen auch weitermachen. Bleibt die Frage, wie werden in nächster Zukunft die Fördermittel der Stadthalle eingesetzt? Für den Einbau der Strebepfeiler? Zum Abdichten des Daches? Oder zur Sanierung der beiden Seitendächer? Ein verantwortungsvoller und effizienter Umgang mit den anvertrauten Fördermitteln. Das ist der Wunsch aller Stadthallenbefürworter.